Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu Tag 2 im Aftermarket Ride Experience Camp von SRAM in Girona. Heute wird Mountainbike gefahren. Als ob das noch nicht reichen würde, darf ich heute die niegelnagelneue RockShox Zep Ultimate sowie den RockShox Super Deluxe Dämpfer für 2023 fahren. Und als ob das alleine nicht auch schon reichen würde, wird mein Fahrwerk von Demi eingestellt. Dem absoluten Fahrwerktechnik-Guru bei SRAM. Freunde, mehr geht nicht. Uns erwartet eine ca. 23 Kilometer lange Tour durch die Hügel von Girona mit um die 750 Höhenmetern. Geile Trails, coole Leute, eine gute Zeit und eine Reihe von Infos und Gefühlen zum neuen Fahrwerk. Alles in diesem Video. Also bleibt dran. Vorab muss ich sagen, ich war echt total nervös. Ich habe das ja bei dem Video zur Gravel Tour schon gesagt, um mich herum alles Leute, die diesen Sport leben und lieben. Gut, das mache ich ja auch, aber rückblickend habe ich mich wohl im Kopf etwas zu bekloppt gemacht, ob ich mit solchen Leuten irgendwie mithalten könnte. Ganz besonders, was meine Kondition anging. Aber unser Ansprechpartner Christoph hat mir ein potentes E-Bike zugespielt und so konnte ich mein verletzungsbedingtes konditionelles Defizit wieder ausgleichen. Danke nochmal Christoph für diese tolle Rundumversorgung und Betreuung. Der liebe WhatsApp-Benny muss ohne Motor auskommen und hat auf einem wunderschönen S-Works Platz genommen. Mit an Bord das innovative Flight Attendant System, zu dem wir auf dem WhatsApp-Kanal bereits ein Video veröffentlicht haben. Ich verlinke dir das mal. Und das hier, das ist mein Bike. Ein Specialized Levo mit Zip-Carbon-Laufrädern, AXS-Sattelstütze und Schaltung und eben dem neuen RockShox-Fahrwerk. Die Hope F20-Pedale habe ich selber mitgebracht. Wir bleiben alle zusammen, wir fahren zusammen, wir fliegen zusammen. Das heißt, nicht einer irgendwo vorne wegfahren, sondern es ist immer eigentlich einer von uns vorne dran. Ich würde sagen, du bist recht flott unterwegs, Lukas. Bei den technischen Stücken gibst du Vollgas, da kannst du voraus, du weißt ja ein bisschen so. Und dann aber unten, wenn das technische Stück vorbei ist, stoppen. Und dann ging es auch schon los. Das war übrigens meine erste richtige E-Mountainbike-Tour, möchte ich noch sagen, denn bisher bin ich E-Bikes immer nur auf halben Probe gefahren. Und aus großer Macht entsteht große Verantwortung. Will sagen, wer den Motor hat, der sollte sich besser zurückhalten und eben nicht den Macker raushängen lassen. Besonders nicht beim Uphill, das ist schlecht fürs Klima. Der erste Kilometer stand an und er brachte uns 66 Höhenmeter. Und eine alte Mountainbiker-Weisheit besagt, wo es hoch geht, da geht's auch wieder runter. Auf jeden Fall sehr geil. Nach diesem kleinen Ritt standen die nächsten anderthalb Kilometer Uphill an. Die brachten dann immerhin schon 145 Höhenmeter mit und wer sich Uphill richtig geben wollte, der sollte hier bestens versorgt werden. Boah. Ah. Ich für meinen Teil, wie schon erwähnt, war mega glücklich auf einem E-Bike zu sitzen, so konnte ich diese Tour wirklich ausgezeichnet genießen und den Kollegen beim Schwitzen zugucken. Aber wer behauptet, dass man auf einem E-Bike nicht schwitzt oder nicht ins Schwitzen kommt, der ist noch niemals E-Bike gefahren. Oder zumindest nicht richtig. Ich für meinen Teil muss sagen, ich kam ordentlich ins Schwitzen und habe abends richtig gut geschlafen. Die
Pause auf dieser kleinen Brücke habe ich produktiv genutzt und schnell mal auf den Max-Lenz-Mod gewechselt. Hab ich verstanden. Was das ist, erklärt der keuchende Kai auf dem Fahrrad dir mal ganz kurz. Er macht so ein Horizont-Level, weißt du? Wie so ein Gimbal. Ja. Dann hast du halt hinterher schön das Cockpit drauf. Ja. Und Bike bewegt sich dann schön. Ja. Oh ja, das sieht halt ziemlich gut aus. Und wie das in der Praxis ausschaut, das zeige ich dir jetzt. Dann geht's ein paar so 5-6 so kleine knackige richtig Vollgasstücke hoch, schön Power, bum bum. Und dann kommt ein technisches Abfahrtsstück. Das ist übrigens Dan, einer der coolsten Dudes, die mir im Leben jemals über den Weg gelaufen sind. Er ist Gründer von Onguza Bicycles und baut Bikes in Namibia. Ein ultra spannendes Projekt, wie ich finde, und ich kann es kaum erwarten, mal eins seiner Bikes live und in Farbe zu sehen. Einen Link zu Dan und Onguza findest du in der Videobeschreibung. All das, was wir hier mit heruntergelassenen Sattelstützen und jeder Menge Federweg auf unseren Enduros fahren, fährt Dan übrigens ganz entspannt auf einem Cross-Country-Hotel. Balls of Steel, meine Freunde. Balls of Steel. Ich immer so in die Hose kacken.
Das, meine lieben Freunde, war wirklich eine sehr spannende Passage. Bevor es weitergeht, passiert mir ein grand malheur. Oh, die Kette. Ja, dem Fettsack ist die Kette gerissen. Mehr Klischee geht quasi gar nicht. Aber die Jungs hängen sich sofort rein, reparieren das Ding, sodass wir innerhalb von wenigen Minuten weiterfahren können. Und ich bin wirklich froh, dass sie Werkzeug dabei haben und es fixen können. Denn als nächstes stehen 7 Kilometer Appel an. Und das Schöne ist, hier hat man auch kein Telefon. Und ich hätte dann den ganzen Weg vermutlich in Ruhe schieben können. Und von den 7 Kilometern bekommst du alleine auf den ersten 1,1 Kilometern rund 10% Steigung und satte 122 Höhenmeter Kredit. Das wäre ein Spaß geworden. Na, Benni und das mir. Ich schon so unentspannt, weißt du, und jetzt auch das doch. Da ist er. Okay? Da ist er. Gut. Muchas gracias, señores. Lasst uns den nun anstehenden Appel nutzen und etwas über das Fahrwerk sprechen. Als Dämpfungseinheit kommt die Charger 3 RC2 mit Buttercups zum Einsatz. Die Buttercups reduzieren die am Arm ankommende Vibration um 20%. Und auch ohne das vorher gewusst zu haben, spürt man das deutlich. Das Fahrwerk fährt viel ruhiger, vermittelt mehr Kontrolle, mehr Sicherheit, du kannst dich viel besser auf das Fahren konzentrieren, weil der Trail durch das Fahrwerk ausgezeichnet aufgefangen wird. Es ist so, als ob dir jemand die Drecksarbeit abnimmt und gibt nur die schönen Dinge an dich weiter. Das gleiche gilt für den Hinterbau. Der Dämpfer hält das Rad stets auf dem Trail. Traktion ist gefühlt immer vorhanden. Kein Flattern, kein Stress. Alles ausgezeichnet. Auf rutschigem Untergrund habe ich sonst echt Kopfkino. Hier kann ich allerdings völlig entspannt laufen lassen. Es ist so wie Film mit der GoPro. Schlimme Passagen sehen hinterher nur noch halb so wild aus. Und ich hatte es bereits im WhatsApp-Video gesagt. Vermutlich ist dieses Fahrwerk im Moment der beste Zeitpunkt für ein Upgrade. So, zurück zum eigentlichen Video. Wir haben jetzt mittlerweile so ein kleines Zwischengeplänkel erreicht, bevor die letzte große Abfahrt runter nach Girona wagen. Mittlerweile stehen fast 16 Kilometer auf dem Tacho und es wird nochmal richtig spannend. Große Abfahrt heißt in Zahlen nochmal ungefähr 2,4 Kilometer mit 260 Höhenmetern in die Tiefe. Aber vorher geht's natürlich nochmal hoch. War doch klar, oder? Musik bitte!
Ich habe so viel Trail-Content aus dem Video geschmissen, damit es nicht wieder völlig eskaliert, aber lasst euch gesagt sein, es war höllisch geil. Ich würde sofort wieder hinfahren, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Und die routinierten Langzeit-Zuschauer unter euch wissen, was mal wieder fällig ist. Und zwar der Hashtag Ausdauer-Zuschauer in den Kommentaren, wer es bis hierhin geschafft hat. Hier gegenüber hat Jan Frodeno übrigens seinen Café. Da kehren wir allerdings nicht ein, wir fahren jetzt noch entspannt durch Girona ein Bananenbrot essen. Erkannt? Game of Thrones Fans wissen, was ich meine. Eine fantastische Tour durch die Hügel von Girona geht leider zu Ende. Danke an alle Beteiligten für die tolle Erfahrung, danke besonders an SRAM und WhatsApp für die Möglichkeit, hier gewesen zu sein. Ein ganz besonderer Dank geht natürlich an Christoph für die ausgezeichnete und exzellente Betreuung. Und wir haben in diesem Video alles besprochen. Details zum neuen Fahrwerk findest du auf whatsapp.bike, vergiss nicht Dan und Ongusa bei Insta zu besuchen. Und lass auch mir ein Like und ein Abo da, wenn du es nicht eh schon getan hast. Für mich persönlich steht fest, ich werde mir ein E-Bike anschaffen. Wann? Das weiß ich noch nicht genau. Und welches? Das steht auch noch in den Sternen. Aber es ist einfach eine richtig geile Ergänzung zu meinen jetzigen Bikes. Und so lassen wir uns am Ende der Tour noch ein leckeres Bananenbrot schmecken, bevor es die letzten Meter hoch zum Hotel geht und wir das Erlebte in Ruhe verarbeiten können. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen, heute mal etwas mehr als sonst und verabschiede mich mit dem Ruhrpott-typischen Bergmann-Gruß. Glück auf bei dir!